Spikok. Ja, also jetzt war es nicht ganz optimal mit der Bahn, gell? Wir sind zum Stehen gekommen und wissen nicht, wann wir weiterfahren. Naja. Also Vespa Velutina Tagung des BML in Pforzheim. Kurze Zusammenfassung. Kompetenzfragen. Länder sind zuständig. Der Bund will nur vermitteln. Und jedes Bundesland macht es anders. Ich habe dann gesagt, sie soll doch jetzt mal ein bisschen mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen, aber scheint bei Behörden, da ist die wichtigste Frage, wer ist zuständig. Ja, ja, und es gibt doch Aktivitäten, diverse. Halt. Oh, nein! Da ist mein Koffer dann untergerollt. Ja, das ist ja. Diverse Aktivitäten. Viele. Baden-Württemberg. Natürlich, ist ja klar. Und der Zuständige ist ein Hohenloher, das wollte ich nur mal festhalten. Hat da eine Webseite dran, wo man ganz genau lesen kann, wo es ist und wann und ob Königin oder Nash oder sonst wie. Da muss man sich dann eintragen. Ich werde demnächst diese Webseite nochmal bekannt geben. Ich hatte es nämlich auch nicht gewusst. Ja, also wenn ihr meine persönliche Einschätzung wissen wollt, das kommt, das kriege ich mir nicht weg. Gell? Das dauert zu lang, bis die Behörden da überall bundesweit das kapieren. Und auch dann, wir müssen jetzt, wie beim Klimawandel auch, wir müssen uns an die, wir müssen uns anpassen. Wir müssen Wege finden, ne, dass die Bienenvölker die Mitigation, heißt es im UNO-Sprech, gell? Verminderung der Probleme, dass die Bienenvölker damit fertig werden. Trotzdem fand ich es eine gute Sache, ja, das Ministerium da, ne? Und Seehaus Arnold und Ellmann, ja, haben da, und vor allem die Redner, die haben eingeheizt, die haben dem Ministerium eingeheizt, gell? Das fand ich super. Also, ja, Essen war auch gut, aber viel vegetarisch, naja, es spickt. Jetzt Luxemburg, 92. Wanderimkerversammlung. Na, schauen wir mal. Naja.